Herzlich willkommen zur 8. Folge von Rockets Fan TV. Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns. So manches ist passiert. Der eine hat es besser überstanden, der andere hat es schlechter überstanden. Dennis ist etwas lediert, die Stimme macht nicht so richtig mit heute. Er wird sich heute mit ein paar Zetteln behelfen. Nichtsdestotrotz wollten wir auf jeden Fall diese Sendung durchziehen. Und wir fangen mit den Spielberichten an. Ladies and Gentlemen, we proudly present you the Rockets! Vor dem Spiel waren wir wieder ein bisschen auf Stimmenfang, haben uns vor dem Spiel noch einen Fan von Herford, den Jochen, und einen Fan aus Dietz geschnappt, den Daniel. Aber was sie gesagt haben, hört ihr doch am besten selbst von ihnen. Ja, ich habe mir den Jochen aus Herford geschnappt und den Daniel, der jedes Mal aus Essen extra ranfährt. Jungs, was habt ihr für eine Erwartung hier vor dem Spiel? Oh, erstmal hoffen wir, dass wir natürlich gewinnen. Das ist ja klar als Herforder. Aber ich denke mal, dass ihr nicht anders aufgestellt seid. Ja, dein Tipp für heute Abend? Ja, nach Verlängerung werden wir es wohl packen. Okay. Aber ich glaube, da hören wir hier drüben was anderes. Daniel, was sagst du zum Spiel so? Ja, ich sag grundlegend, ich halte dagegen und sage, wir gewinnen 7-4 heute Abend. Da habe ich auch im Tippspiel getippt. Und ich freue mich halt erstmal, dass wir überhaupt wieder, dass so ein guter Zuspruch da ist in Dietz. Ne? Das hat ja auch lange, lange gedauert. Und man merkt auch, dass das Umfeld sich freut. Und dann muss ich leider sagen, sorry nach Herford, aber wir werden gewinnen heute Abend. Ja. Wie kommt es, dass du immer von Essen hier runterkommst? Ist ja auch nicht gerade so um die Ecke. Ja, stimmt. Das war heute auch sehr, sehr beschwerlich, so im Osterverkehr die 2 Stunden zu machen. Aber ja, alte Liebe rostet nicht, ne? Ja. Würde ich mal behaupten. Ich war vor 20 Jahren auch schon aktiv in der ersten, zweiten Bundesliga mit im Block und habe mich da als relativ junger Typ auch so ein bisschen dazugestellt. Und das will man einfach auch wieder haben, sobald es nach oben ging. Wollte ich wieder. Ja. Ja, dann bedanken wir uns bei euch beiden. Wir wünschen uns einen frohen, friedlichen, schönen Abend. Hoffentlich mit einem positiven Ausgang, sage ich jetzt mal als Rockets-Fan für die Rockets. Aber vielen Dank, dass ihr beide uns hier viel Glück. Wirklich mal die 2 Minuten gegönnt habt. Dankeschön. Gerne. Der Freitagabend begann sehr stimmungsvoll in der Dietzer Eissporthalle. Eine große Choreo der Rockets-Supporter mit fast 500 Fähnchen, einem Spruchbanner und einem schwebenden Banner. Fand einen riesen Anklang in der Halle. Die Nationalhymne wurde von unserer Stadionsprecherin gesungen. Wirklich ein super Abend, 850 Zuschauer, die Halle war gut gefüllt, alles war angerichtet für ein super Spiel. Leider lief es dann aber nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Die Rockets begannen direkt mit einer 5-minütigen Unterzahl, haben nur schwer ins Spiel reingefunden, hatten dann aber auch die ein oder andere Torchance, die leider nicht genutzt worden ist. Ende des ersten Drittels ging dann Herford mit 1-0 in Führung. Hat das gut verwaltet danach, die Herforder Mannschaft, haben sehr defensiv gespielt und haben dann auch wirklich gezielt ihre Konter gesetzt und waren an dem Abend einfach die cleverere Mannschaft, die das Spiel dann auch meiner Meinung nach verdient mit 4-0 gewonnen hat. Die Rockets waren an dem Abend einfach nicht zielstrebig vor dem Tor, haben die Torchancen nicht genutzt und hatten den einen oder anderen Fehler auch drin, den man so vielleicht noch nicht gesehen hatte, aber das kann man natürlich auch mit der Situation entschuldigen, dass man das erste Finale gespielt hat, dass die Mannschaft sowas noch nicht gekannt hat und jeder darf mal einen Fehler machen. Ein ausschlaggebender Punkt war natürlich auch der Torhüter von Herford, Kieran Vogel, der ein überragendes Spiel gemacht hat, der auch hochprozentige Chancen der Rockets wirklich vereitelt hatte. Das Ergebnis war am Ende doch vielleicht ein Ticken zu hoch. Ein 2-0, 3-0 wäre auch okay gewesen, beziehungsweise das ein oder andere Tor auch von den Rockets wäre verdient gewesen an dem Abend. Aber man steckt halt nicht drin. Am Sonntag lief es direkt besser für die Rockets. Man ging durch Konstantin Firsanov mit 1-0 in Führung. Matt Fischer erhöhte noch im ersten Drittel auf 2-0.
wir alle, die daheimgebliebenen, Dennis und ich, dachten am Stream und am Live-Ticker, da geht heute richtig gut was. Mussten uns aber dann wirklich leider irren. Das zweite Drittel, das lief nicht so gut für uns. Herford kam wieder ins Spiel durch individuelle Fehler von uns und Unkonzentriertheiten und glich dann auch relativ schnell zum 2-2 aus. Joey Davis brachte uns dann nochmal 3-2 in Führung, aber fast im direkten Gegenzug machte Herford dann das 3-3 und kurz vor Ende des zweiten Drittels sogar noch das 4-3 durch Ben Skinner. Das hat uns so ein bisschen den Zahn gezogen. Im letzten Drittel sind wir dann zwar angerannt, haben den Torwart nochmal gezogen, eine Minute vor Schluss, aber es wollte einfach kein Tor gelingen. Was auch vielleicht mit ein Grund war, ist einfach viel zu viele Strafen, die wir eigentlich am Sonntag hatten. Wir hatten, glaube ich, dreimal so viele Strafen wie Herford. Das hat uns natürlich auch wieder in den Unterzahlsituationen immer aus dem Spiel gebracht. Es war meiner Meinung nach mehr drin in beiden Spielen am Wochenende. Jetzt heißt es natürlich am grünen Donnerstag eine Schippe drauflegen und wieder in diese Serie zurückzukommen und ein Comeback zu starten. Vor dem Spiel wurde auch noch eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Das Ganze wurde ein bisschen verrätselt dargestellt, aber seht selbst, um wen es sich handelt. Wie ihr alle gesehen habt, kann es nur unser Humperman gewesen sein, Philipp Meyer. Schön, dass du bleibst, Philipp. Mein Trikot, was ich mir nächstes Jahr holen werde, ist damit gesichert. Ich weiß, wen ich nächstes Jahr auf dem Rücken haben werde. Schön, dass du bleibst. Da die Speicherkarte fast voll ist mit Outtakes, übernehme ich ganz kurz. Die Chancen stehen sehr gut, dass wir bald wieder eine Stadionzeitung haben werden, dank unserem Veitstöbe. Wir bräuchten, oder er braucht da vielleicht noch ein bisschen finanzielle Unterstützung, weil das Ganze kostet natürlich auch Geld. Und was er sich dabei gedacht hat, seht ihr im folgenden Beitrag. Ja, wir haben uns hier mal den Veit geschnappt. Der Veit hat diese Woche eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Veit, wie kamst du da drauf, ein Stadionheft zu machen in Eigenregie? Ja, ist eigentlich ganz einfach. Wir alle lieben die EGDL. Ja, wir lassen uns alle was einfallen, die Rocket Supporter. Ob das Videos sind, ob das ihr seid mit dem Rockets Fan TV, was ja mega ist. Es liegt allen daran, dass wir mehr Zuschauer akquirieren für die Eishalle, dass das Stadion voller wird. Wir haben große Ziele mit dem Verein und da gehört halt auch hier so ein Stadionheft mit dazu. Und bis jetzt gibt es das leider nicht oder seit damals gab es das auch nicht mehr. Und da habe ich mir überlegt, da muss man mal was machen. Das ist immer so ein Entwurf, kostet nichts. Jeder soll zugreifen, der kommt. Mal gucken, soll Gefallen dran finden und wenn das irgendwo ankommt, dann werden wir das auch öfters machen, auch in der neuen Saison. Wie viel Zeit hast du die Woche dafür investiert? Wie lange muss man für so ein Heftchen berechnen? Also gut, das zu gestalten, sage ich mal, dass, wenn man sich Gedanken vorher gemacht hat, so ein bisschen Sachen im Kopf hat, 2 Tage. Hauptproblem ist halt das Drucken. Ja? Ich habe das jetzt mal selbst gemacht. Da hoffe ich auch, dass sich da vielleicht jemand findet, der die Sachen dann auch drucken kann in Zukunft. Ja? Weil das sind schon gewisse Kosten, die da auch entstehen. Jetzt beim ersten Mal übernehmen das die Rocket Supporter. Wie gesagt, das Ding ist jetzt erstmal kostenlos und wird es auch jetzt am Ende der Saison erstmal bleiben und dann schauen wir mal. Ja, also vielen Dank, Veit, für dein Engagement. Und ihr habt gehört, also wenn jemand Druckerei oder etc. pp. Da Interesse hat, Werbung kann man hier mit Sicherheit noch irgendwo drauf machen. Wäre eine super Sache. Ja, aber die Rückseite, da kann man noch schön was drauf gucken. Also gerne. Und wir finden das einfach eine klasse Sache, das musste mal erwähnt werden. Dankeschön. Danke. Viele von euch haben einen Bestandteil dieser ganzen Sendereihe vermisst. Hier ist sie wieder, eure Regelecke. So sollte das Ganze sein. Der Spieler mit dem Puck fährt erst über die blaue Linie und dann kommen die restlichen Spieler nach. Hier nochmal ganz deutlich zu sehen. Abseitssituation 2. Wir stürmen auf das Tor. Ein Spieler ohne Puck überquert die Linie und dann erst dann kommt der Spieler mit dem Puck über die Linie drüber. Somit also auch Abseits.
Der Gegner den Puck rausbefördern, müssen unsere Spieler erst den Raum wieder verlassen, damit wir wieder mit Puck rein können. Die Sendung neigt sich mal wieder dem Ende zu. Wir wollen aber noch ein paar Sachen der Mannschaft auf den Weg geben für das Spiel am Donnerstag um 20.30 Uhr in Diez. Es kann das entscheidende Spiel sein. Jungs, wir sind mega stolz auf euch. Es macht immer Spaß, eure Spiele zu sehen. Wir hoffen, dass ihr euch jetzt selbst belohnt und wieder zurück in diese Serie kommt. Kämpft für uns, gebt Gas, zeigt das, was euch ausgemacht hat. Ihr seid ein Team. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, die hinter euch stehen, die auch sich als Teil von dem Ganzen fühlen. Gebt was den Jungs zurück. Wir geben euch auch am Donnerstag ganz viel zurück. Ich appelliere auch nochmal an alle Fans, kommt am Donnerstag, seid so laut wie noch nie zuvor, gebt Vollgas, seid wirklich der siebte Mann und schaut, dass wir die Jungs nach vorne treiben, dass wir wieder dieses Comeback in dieser Serie schaffen, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn wir das 2-1 am Donnerstag machen, dann holen wir uns am Montag den Pott in Diez und sind Regionalmeister, Regionalligameister. Also Leute, wir sehen uns am Donnerstag. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit Folge 8. Macht's gut, ciao!